Jo Leute, was geht und willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Als Nachbarn. Belauschen, okay. Sollen wir seiner Familie schreiben? Was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen, auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet. Sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Das Boston Country Journal, das beliebte Nachrichtenblatt. Das traue ich schon ganz, ganz. Ah, okay. Geil. Wenn er ein böses Benehmen von einem der Chirurg werden will, kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher entsetzt. Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt, bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Orten. Befragt zuerst die Leute auf der Straße. Ich suche mir etwas Höheres. Zunächst Kirchkletter und... Oh, nice. Gut. Ja, komm. Ab zur nächsten Kirche. Die wäre hier, ne? Yes. Geh doch hoch, komm, komm, Junge. Hilf, helfen, komm. Ja, perfekt. Alter. Jo. Das sieht krass aus, Mann. Dann höre ich mal so. Mit ein bisschen Glück. Als einer von denen, wo Benjamin ist. Eine Patrouillengruppe wache belauscht 100%. Was? Ah, oh, Junge, nicht das. Ich will die optionalen Missionsziele. Prozent Erfolg bei allen Belauschungsaktionen. Ach du Scheiße, was? Was? Oh mein Gott, ich war noch nie der Beste im Belauschen. Nein, Mann. Soll ich tun? Du und Benjamin, so wie wenn ich gucke.
Taten sagen mehr als 1000 Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schaltstock. Mal sehen, was ihr dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald Lieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtschreier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es. Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Hey, was ist eine Patrouillengruppe belauschen, lol? Okay, Moment, wo ist der nächste? Okay, müssen wir mal schauen, wo ein Kopf, ey. Ja, dann halt, wenn ich so wollt, komm. Ja. Ja, genau, komm, ey. Ey, leck mich doch am Arsch. Okay. Ah ja, genau, komm, ey. Ah Junge, wie viele müssen wir hinter nachkommen? Ey, leck mich doch fett, ey. Können wir weitermachen? Hoffentlich ohne. Oh, okay, Moment. Kriege mir das. Oh, 38 Stück. Alter, wo fangen wir das an? Und hier kann ich mich nirgends untertauchen. Oder? Ich bot ihnen Hilfe an. Doch sie schickten mich weg. Sagten, alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben Sie gesagt, was passiert ist? Nein. Scheiße, doch drüben hätte ich mir an die Wand stellen können. Fuck. Bald wieder nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als Sie zugaben. Wohin brachten Sie? Was? In Richtung des Flügels. Da gibt es einen Ostenrohr. Was ist jetzt? Und warum werden jetzt die anderen Gespräche angezeigt? Ah, komm, Alter. Was ist das für eine Scheiße? Aber die laufen ja. Ach nee, komm. Jetzt ist noch so eine Scheiße. Seht ihr, Charles? Perfekt. Und jetzt unentdeckt bleiben. Wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sir, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Nie zum Ufer begleiten. Und wir sollen unentdeckt bleiben, ja genau. Ja, wo ist... Ja komm, Alter, ehrlich. Lamasch, Alter. Digga. Vorsicht, das Haus ist gut bewacht. Wir müssen an ihn vorbeischleichen. Ich hoffe, der kann klettern.
Doch, gut, perfekt. Boah, okay. Komm, Charles. Zugesperrt. Ich muss den Schlüssel suchen. Wartet hier. Ach, was immer noch unentdeckt bleiben. Ja, genau, Junge, genau. Oh, er wird mir sogar schon markiert. Doch die Schnauze. Wenn der jetzt hier hinkommt. Ja, was machst du denn? Alter. Ja, das wäre das Geilste, wenn der jetzt hier hinkommt. Ja, moin. Was hätten wir dann? Warum musst du denn immer alles so schwer machen, Benjamin? Gib mir einfach das Entgelt und alles wird vergessen. Ich zahle nicht für Schutz, den ich nicht brauche. Aber du brauchst eindeutig unseren Schutz. Sonst wären wir nicht hier. Ist ekelhaft. Also, was machen wir mit unserem Gast? Vielleicht die Hände ab. Dann wär's Essig mit der Chirurgie. Oder seine Zunge. Dann ist Schluss mit dem Gebrabbel. Oder ich schneid ihm den Schwanz ab. Pisst er uns nicht mehr ans Bein. Drei Möglichkeiten. Ich kann mich nicht entscheiden. Mach halt alles. Einen Moment, Silas. Vielleicht habe ich eben etwas hastig abgelehnt. Es tut mir so leid, Benjamin. Aber diese Tür ist jetzt zu. Sei vernünftig, Silas! Oh, ich glaube, das war ich. Aber du hast meine Großzügigkeit ausgenutzt. Ich lass mich nicht nochmal zum Narren halten. Ich fürchte, mein Magen verkraftet es nicht, so eine Barbarei zu sehen. Gib Bescheid, wenn es vorbei ist, Cutter. Das bereust du, Silas, hörst du? Das kostet deinen Kopf! Nein. Das glaube ich wirklich nicht. Alter. Und seine Männer in Minier, ohne entdeckt zu werden. Deine Eltern müssen ja sehr stolz sein. Ein so prächtiges Exemplar gezeugt zu haben. Still jetzt! Ich muss mich auf die Arbeit konzentrieren. Du bist ein Schläger. Gewöhnlich wie Dreck. Und stolz darauf. Halt doch mal still. Ich weiß nicht, wo ich reinfange. Ein bisschen von mir? Ein bisschen was da. Perfekt! Wer seid ihr? Nathan Kenway, zu eurem Dienst. Aber ich verstehe nicht.
Warum seid ihr hier? Gehen wir ein Stück, Mr. Church. Ich werde alles erklären. Ja, perfekt, Mann. Ey! Alter, was ist so? Ja, hey! Ihr frisst das und du auch. Gut. Was hätten wir? Freunde, fehlen ist leicht. Okay, das machen wir aber in der nächsten Folge, Freunde. Das kann ich blinden, Mann. Gut, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da und sonst bis zum nächsten Mal. Ciao!